Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play und Peace Pile Warriors 4. In diesem Level werde ich jetzt, okay, jetzt hat sogar einen anderen Rahmen, seltsam. Werde ich Lysop weiterspielen, weil Lysop auch noch ein paar Fähigkeiten hat, die wir noch nicht gesehen haben. Nämlich 3 Spezialattacken. Die können wir uns in diesem Level angucken und außerdem holen wir uns dann hier gleich den S-Rang. So. Lysop ist einfach nach der neuen Weltgeschichte und alle anderen sind normal. Also, Lysop ist einfach völlig OP jetzt gerade. Okay. Neue Welt, Lysop kümmert sich jetzt mal um diese Mission. Wir müssen hier einen S-Rang holen, das heißt, wir müssen uns beeilen und wir müssen genug Kills machen und wir müssen uns die 3 Spezialfähigkeiten holen. Ich hoffe, wir können uns gleich alle leisten, aber ich denke, das geht. Hier haben wir den Impact Wolf, schießt Pop Green ab, die eine Wolfsform annehmen und eine starke Stoßwelle auslösen. Hier haben wir den Killer Langstrecken Backworm. Fährt einen Backworm oder wie auch immer in einer vorberechneten Bahn ab und trifft dabei Gegner in der Front. Und hier haben wir die Tabasco-Kugel, die wir noch nicht gesehen haben. Schießt eine flammende Kugel in den Mund des Gegners, der daraufhin eine Flammensäule spuckt. Die hat er in der Ressource eingesetzt. Oh, es sind 4 Fähigkeiten. Grüner Stern Calamaria lässt massive Wurzeln im Boden wachsen, die die Beine der Gegner fesselt und sie an Ort und Stelle festhält. Okay, 4 neue Fähigkeiten. Das heißt, ich muss hier komplett alles wegräumen. Was haben wir denn als erstes? Das hier ist eine Spezialattacke, also mit Cutscene und so. Das hier ist keine. Dann werde ich die hier rein tun und die hier. Impact Wolf ist ebenfalls eine Spezialattacke und Calamaria ist was ganz Verschicktes. Okay. Das war jetzt das Richtige, ne? Das ist das hier, Calamaria, Backworm, Tabasco-Kugel und der Impact-Wurf. Ja, das passt. Okay, alles klar. Dann probieren wir jetzt Lysops neue 4 Fähigkeiten aus und dann haben wir ihn auch abgeschlossen. Und hoffentlich auch den S-Rang hier. Wieso sind hier jetzt 2 Ladebildschirme? Und weil es nochmal Gelaber gibt. So, jetzt geht's los. Und da Lysop jetzt nach der neuen Weltpause total OP ist, sollte das hier gar kein Problem sein. Stehen bleiben! Okay, ich komme vor wie wieder ganz am Anfang vom Let's Play, nur dass Lysop jetzt ganz anders aussieht. Stehen bleiben, ihr Penner! Okay, Tabasco, nicht Tabasco, das hier ist Calamari-Kugel. Alle gefangen. Und weg mit euch. Okay, ich frag mich, ob ich mit Lysop überhaupt den S-Rang schaffe, aber er hat schon ein paar richtig nice Attacken, muss man sagen. Okay, das ist die Tabasco-Kugel. Nice. Was haben wir noch? Oh, nice. Wir können gleich mal weitermachen. Das ist... Okay, das war nicht der Impact-Wurf. Oh, na, Robin ist da, okay. Ja, weglaufen, was sonst? Wurde ausgeschaltet. Ich glaube, sie ist irgendwie gegen die Straßenlaterne gelaufen. Dann war sie nämlich weg. Oh, oh Gott, wo kommt ihr denn alle her? Okay, Impact-Wurf. Bye-bye. Oh nein, Fieber, hallo. Gleich mal wegschleudern, den Dude. Wir haben jetzt schon 500 Kills. Ich denke, das kriege ich hin. Solange wir nicht zu viel Zeit mit den Spezialattacken verschwenden. Ich habe jetzt gedacht, dass du wegfliegst. Hier. Okay, ihr seid dran hier. Kommt her. Halt! Erstmal hier bleiben. So, eingefangen. Alle rennen rein. Und Impact Wurf. Nice. Okay, jetzt haben wir eigentlich auch schon wieder alles von Lysop gesehen. Haben wir den auch sozusagen abgeschlossen. Lysop hatten zwar ein paar richtig heftige Attacken. Das haben wir in dem einen Level gesehen, wo wir 1,5 Stunden lang gegen Kaido gekämpft haben. Dass ich auch nochmal auf S holen muss, ach die Scheiße. Ja. Oh, ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass die da nicht vorbeikommen. So, tschüss. Da hinten sind nämlich schon welche ein bisschen weitergelaufen. Ich muss mich aufhalten. Lysop erobert hier ganz gemütlich ganz Water 7. Naja, gemütlich würde ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe, wir sind in der Gegend rumrennen. Stehen bleiben! Reicht das? Nö, aber für den reicht's. Okay, dann muss ich den eben gleich mal wegballern mit dem Impact-Wurf. Tschüss! Oh, nice. One-Hit, okay. Gut, und dann seid ihr dran hier. Bleibst du stehen, du Feigling! Da, Tabasco-Bombe. Oh, das war doch falsch. Okay.
Ja, tschüss. Und einer kommt noch. Dann sind wir auch schon bei Frankie. Ich hoffe, 1000 Kills reichen, die hier nicht allzu viel Zeit verbraten. Ah, bleib stehen! Halt! Halt! Aber ich mache schon gut Damage gerade. Ich hoffe, es ist auch... Ja, es ist bestimmt genug Damage. Die Frage ist... Ah! Ob ich auch genug Kills und alles mache hier und nicht zu früh aufhöre. Auf jeden Fall habe ich schon mal 1000. Der Angriff ist ein bisschen sinnlos. Vielleicht gut gegen einen Gegner, aber gegen viele ist er nicht so gut. Genauso wie die Tabasco-Bombe. Okay, Frankie ist aufgetaucht. Ich habe jetzt 1000 Kills. Das Problem ist halt, ich habe echt keine Ahnung wegen Zwecks, wie viel Zeit ich brauchen darf. Und wie viel Kills ich machen muss. Jetzt gehen wir auf 1500, vielleicht reicht das. Ja, da läuft den Anführer hier nicht rum. Muss man halt irgendwie immer richtig einschätzen, damit man hier nicht zu lange braucht und auch nicht zu früh den Boss killt. Einer noch? Na, das ist der Anführer hier. Tschüss, Anführer. 1500, okay. Gut, ich hoffe, 1500 Kills reichen. Frankie ist hier. Hallo. Können wir ja gleich mal gucken, ob die Fähigkeit nützlich ist gegen einen Dude. Alter, wie viele Treffer Combo ich gerade habe. Okay, das war seltsam. Er macht einfach super. Ist völlig kampfbereit. Sie juckt auch die Tabasco-Bombe gerade gar nicht. Da habe ich ein bisschen Respekt vor Frankie. Der ist schon wieder super. Und das wär's mit Frankie, okay. Gut, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Gegen ihn müssen wir nochmal kämpfen. Irgendwie haben wir nochmal gegen Frankie. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir sind fertig. Ich komme jetzt einfach noch Kills und renne dagegen drum. Vielleicht brauche ich die noch. Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ob das hier auch in 500er Schritten angelegt ist, so wie im dritten Teil. Da waren es immer 500er Schritte, die man erreichen muss. Und das war's. Okay, 1665 Kills. In einer sehr kurzen Zeit. Ich hoffe, das reicht. Alle sind pisst, weil Zop da tot am Boden liegt. Oh shit, Ruffy muss ich noch besiegen. Stimmt. Was sagst du dazu, Ruffy? Er grinst halt immer noch fröhlich vor sich hin. Gut, der Damage ist jetzt nicht wirklich hoch. Da ist wahrscheinlich der Impact Wolf noch besser. Noch einiges. Geht. Ruffy ist einfach gleich weggeflogen, also hat sich das ganz schnell erledigt. Hier, Tabasco. Daneben. Ah, shit. Oh oh. Ha, daneben. Oh shit. Okay, halbes Leben. Halbes Leben habe ich schon weg. Ich darf halt auch hier nicht so lang brauchen. Aber das werde ich, glaube ich, nicht. Welcher Angriff ist denn das eigentlich? Gegen wen setzt du das ein? Ich weiß es gerade nicht. Da. Ein paar von den Dingern da freischießen. Okay. Ja, er ist reingelatscht. Nice. Ah! Ah! Hilfe! Ich habe die Attacke einsetzen wollen, aber irgendwie ist total verballert gerade. Okay. Ja, wir haben ihn ja gleich. Da wird gleich wieder festgefesselt. Okay, jetzt hilft sie nicht mehr. Jetzt ist er in den Sooner-Rush-Modus. Ihm wird's absolut gar nicht, aber jetzt hab ich ihn. Los jetzt, Ruffy! Stirb! Und tschüss! Das war nix. Okay. Gut. Damit wäre Lizzob jetzt auch fertig ausprobiert. Sehr schön. Das ging ja doch recht schnell. S-Rang, super. Okay. Das ist gut, wir kommen langsam aber sicher voran. Wir holen uns einfach alle S-Ränge nach und nach. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Warriors 4, wo wir wen spielen dürfen. Okay, Ruffy haben wir schon. Zoro und Sanji nochmal ausprobieren dürfen. Beide muss ich auch nur noch einmal spielen. Okay, super. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und bis dann.